dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Große Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Boah, wie übel das aussieht, Leute. Kontaktiere Kommandozentrale. Wenn wir das jetzt alles schon durchgestanden haben. Unser Panzer ist mitgekommen, aber ihr habt es gesehen, die ganzen Deserteure wurden gehängt. Die deutsche Armee hat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viele Leute, die für sie kämpfen wollen. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Position an der Kathedrale. Niemals. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Boah. Verdammte Scheiße. Okay, Rainer. Verdammt. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Bestätigt der Treffer. Boah, Junge, ist das krass. Ziel bewegt sich noch. Ja, Mann. Kurze Reparatur. Müssen die Zeit nutzen. Das ist sowas von aussichtslos. Und trotzdem probieren sie da rauszukommen. Wobei man sagen muss, in dieser Mission wird auch eher so die Truppe, diese Panzerjungs halt beschrieben, wie sie da probieren, noch irgendwie die aus der Scheiße zu ziehen. Und weniger halt dieser ganze Heroismus, wobei das natürlich auch hier angeschnitten wird. Alter, ist das heftig. Das ist so übel. Wir müssen uns nicht ergeben. Wir müssen kämpfen. Ja, und diese bescheuerte. Genau. Komplett sinnloser Fight. Oh, da kommen wir nicht hoch, verdammt. Da müssen da lang. Wir müssen uns den stellen. Okay, probieren wir was. Ja, ich bin dabei. Oh fuck, das sind drei. Gut getroffen. Schön getroffen. Und komm, der nächste noch. Die irgendwie ist quer. Okay, kurze Reparatur. Oh, verdammt. Peter, wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem. Unsere Lenkung fällt gleich aus. Okay, Reparatur, schnell. Da kommen noch mehr Panzer. Noch mehr?
Das wäre erledigt. Können wir den treffen? Den können wir treffen, oder? Oh, die anderen da. Boah. Ich sehe nichts, verdammt. Treffe ich da überhaupt irgendwas? Nee, ne? Wo kommen die von überall? Umdrehen. Niemals. Komm, komm, schieß. Stefan muss überleben. Nein! Verdammt. Neuer Versuch, neues Glück. Die kommen von allen Seiten hier reingeswitcht. So ist es. Die Schlawiner hier. Oh, oh. Nicht gut. Oh, oh. Boah, Leute, ey. Kurze Reparatur? Möglich? Ne, nicht möglich. Wo kommen die denn überall her? Wie soll das denn möglich sein? Also es ist einfach, ey, wirklich, das soll beschreiben, wie sich die deutschen Soldaten wohl gefühlt haben müssen. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. Okay, ich drehe jetzt um. War hier lang. Ich nehme jetzt mal den einen hoch, bevor ich mich da an die anderen wage. Feindpanzer! Ja, schön. Komm schon. Gut getroffen. Und nochmal rein. Und in den nächsten. Schade. Schade, schade. Aber egal. Kümmern wir uns von der anderen Seite. Reparatur kurz. Was soll das werden, Kerl? Tut mir leid. Ist ziemlich holprig hier. Okay. Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut. Alle Stationen überprüfen und reparieren. Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen. Boah, Leute. Stefan ist startklar. Amerikanische Artillerie. Wir haben uns markiert. In Deckung. Schnell! Wo sollen wir denn in Deckung gehen hier? Nein! Verdammt! Das ist wirklich der Untergang. Leute, ist das episch gemacht, oder? Verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben,
alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kurt. Komm. Tu das nicht, Kurt. Das ist vorbei. Er war ein Verräter. Kurt! Kurt! Mörder sind keine Monster, sondern Menschen. Das ist das Erschreckendste an ihnen. Ja, das ist ein weiser Satz. Und das war mal wirklich krass, weil es auch mal, wie gesagt, die Seite des normalen deutschen Soldaten beleuchtet hat, der auch in einer schlimmen Situation sich befunden hat. Alter Schwede, ey. Was für eine Mission, oder? Und der Typ am Ende, ey, dass der den dann abgeknallt hat noch, ey. Ich kann's nicht glauben. Da sieht man dieser Fanatismus. Ja? Puh. Es war schon harter Tobak, muss ich sagen. Oder, Leute? Das war aber schon echt gut gemacht. Und es scheint jetzt vorbei zu sein. Ist eine sehr kurze Kampagne tatsächlich. Aber die anderen waren jetzt auch nicht viel länger. Ja, und da haben wir sie alle erledigt bisher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch irgendwas geben wird. Ich glaube erstmal nicht, ne? Die anderen haben wir ja alle gespielt. Und ich glaube, das war's dann. Vielleicht kommt ja noch ein Download-Inhalt oder sowas. Vielleicht zocken wir auch nochmal den Multiplayer. Aber ich muss sagen, wie hat es euch gefallen? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, gerne auch noch in den Chat. Ja, und ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Vielleicht mal eine kleine Anekdote. Denn ich kenne auch einen Deserteur. Zumindest habe ich ihn kennengelernt. Einer, der im Zweiten Weltkrieg desertiert ist. Und das war der Herr Seel. Der war Gärtner bei uns damals. Und der hat mir seine ganze Geschichte erzählt. Wie der mit 16 Jahren in den Krieg reingekommen ist. Und wie der dann geflüchtet ist und so weiter. Und er hatte auch noch einen kleinen Bruder, sind auf dem Zug geflüchtet und dann zu seiner Familie, die um der Ecke von Köln gewohnt hat und so weiter. Also wirklich richtig schrecklich. Als er das erzählt hat, hat er angefangen zu heulen. Und da sieht man mal, wie heftig diese ganzen Kriegsgeschichten sind und wie dankbar wir sein können, dass wir in einer Welt leben, zumindest hier in diesem Teil der Welt, dass wir sowas hoffentlich nie wieder erleben müssen.
Ne, das muss man ja auch mal in den Raum werfen. Und ich finde, das war ganz gut dargestellt. Zu allem dieser sinnlose Heroismus gegen dieses Ende und diese Gehirnwäsche und so. Also das fand ich wirklich krass gemacht und ich finde es auch gut, dass sie sich herangetraut haben, die deutsche Kampagne zu machen. Das war der letzte Tiger. Ja, das haben wir jetzt ja gerade durchgespielt. Und es war richtig, richtig cool. Ja, ich wünsche euch noch einen super Tag. Das war's dann noch von diesem Livestream. Wir sehen uns ja morgen wieder dann direkt und macht euch noch einen super Abend. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald, wenn ihr wieder einschaltet. Bei Twitch live und bei YouTube gibt's dann natürlich wieder Folgen und andere Videos. Ich habe noch Briefe von meinem Opa. Ja, das ist schon krass. Also hier im Chat auch, ne? Das ist schon, wenn man das mal sieht, so, puh. Da will man nicht tauschen müssen. Da will man nicht tauschen müssen. Danke auf jeden Fall. War ein krasses Abenteuer. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Abend. Vielen Dank und bis dahin.